Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal ein ganz herzliches Willkommen im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und einen großen Dank an Sie, Frau Burkhardt, für die Allianz, dass wir wieder in diesem gewohnten, schönen, dem Anspruch der Veranstaltung angemessenen Rahmen tagen können. Wir genießen Ihre Gastfreundschaft hier gerne. Es ist für uns angenehm. Ich wage die Behauptung, es dürfte auch für die Allianz schmückend sein, wenn wir mit dieser Veranstaltungsreihe in Ihrem Hause sind. So gibt und nimmt man zugleich. Es ist eine Vielzahl von Abgeordneten hier heute Abend und ich will gerne für alle aus allen Fraktionen den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Hermann Otto Solm, sehr herzlich willkommen heißen. Wir gehören, wie Sie wissen, es steht immer dann in der Presse, der FDP nahestehende Stiftung einer liberalen Familie an. Deshalb freut es mich natürlich ganz besonders, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus der Bundestagsfraktion hier sind. Und für alle begrüße ich den ersten parlamentarischen Geschäftsführer Jörg van Essen. Auch ebenfalls herzlich. Für die Vertreter der Bundesregierung gilt das auch. Hans-Joachim Otto, der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, sei uns willkommen für die Mitarbeiter, die Staatssekretäre der Bundesregierung. Ich freue mich, dass Hans-Joachim Otto an dieser Veranstaltung teilnimmt und begrüße ihn ebenfalls sehr herzlich. Ich habe es vorhin gesehen und ich tue das mit ganz besonderer persönlicher Freude. Die Bundesministerin AD Hannelore Rönsch aus Wiesbaden, die ich dort oft sehe, hier herzlich willkommen zu heißen. Freut uns, dass Sie hier sind. Meine Damen und Herren, zu Beginn wie immer ein kleiner Werbeblock für die Stiftung. Die Stiftung ist aktiv in 60 Ländern dieser Welt. Gegenwärtig mit besonderem Engagement in Nordafrika, in Marokko, in Algerien, in Tunesien, in Ägypten. Wir sind vertreten mit Büros in Ramallah und Jerusalem, in Amman. Wir genießen und hoffen, dass Sie zum Durchbruch kommen, dort die Charms of Liberty, wie Dahndorf das immer beschrieben hat, die so die Geburtsstunden freiheitlicher Ordnungen umwehen, wenn sie denn zustande kommen und nachhaltig sind und sie keine Rückschläge erleiden. Wir sind stolz auf ein Begabtenförderungswerk, das 800 Stipendiatinnen und Stipendiaten umfasst, die sich erheblich engagieren neben ihrem Studium. Wenn man ihre Jahresberichte liest, an was sie denn arbeiten, an was sie forschen, es ist überwältigend, welche Substanz, welche Kraft in einer jungen Generation steckt. Wir sind Anbieter von politischen Bildungsveranstaltungen in einer vollen Breite. Wir haben etwa pro Jahr 45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in rund 3.000 Veranstaltungen. Wir verfügen über einen Think Tank, wie man das heute so nennt, ein liberales Institut, das kommuniziert weltweit mit seinesgleichen. Und wir verfügen über, was wir immer gerne sagen, über ein Archiv. Wir sagen lieber, es ist ein Stück Gedächtnis des Liberalismus in der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach. Theodor Heuss hat die Stiftung 1958 gegründet. Er war überzeugt, weil er ihn für seinen politischen Lehrer gehalten hat, dass politische Bildungsarbeit in einer Demokratie überragend notwendig ist. Er hat sich nie auf eine geschriebene Verfassung verlassen und das war auch
die Intention Friedrich Naumanns. Wir haben in der Weimarer Republik erlebt, dass eine freiheitliche Verfassung nicht trägt, wenn eine Gesellschaft nicht freiheitlich leben will und Angst vor der Freiheit hat und damit nicht umgehen kann. Ralph Dahndorf, der eine ganze Zeit Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung war, hat anlässlich unseres Jubiläums gesagt, als er Vorstandsvorsitzender gewesen sei, habe die Stiftung schlicht den Namen Friedrich-Naumann-Stiftung gehabt. Jetzt heiße sie Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Jetzt wisse sie endlich, wozu sie wirklich da sei. Das war etwas scherzhaft ausgedrückt, denn Ralph Dahndorf wusste sehr genau, wofür die Stiftung arbeitet. Er ist ja die Verkörperung eines Menschen, der uns so viel gegeben hat und immer noch gibt, wenn man sich auf ihn einlässt und ihn aufmerksam liest. Wir haben, seit es diesen Namenszusatz gibt, diese Veranstaltungsreihe, die Reden zur Freiheit. Frau Burkhardt hat die Redner der letzten Jahre genannt. Wir haben einen Freiheitspreis, den wir alle 2 Jahre vergeben. Wir wollten uns nicht drängen lassen, jedes Jahr einen Freiheitspreisträger oder Trägerin zu benennen, weil man sich auch nicht unter falschen Druck setzen sollte. Wir haben 3 verliehen bisher. Den ersten an Hans-Dietrich Genscher in der Frankfurter Paulskirche, den zweiten an Mario Vargas Llosa in der Frankfurter Paulskirche, mit dessen Stiftung Fondación Libertad wir in Südamerika arbeiten, und den dritten an die couragierte, mutige Necla Kelek, die für uns ein Beispiel gelungener Integration mit muslimischem Glaubensbekenntnis in Europa ist. Wir wollen mit solchen Reden und auch mit Preisverleihung einfach Fingerzeige auf Persönlichkeiten geben, die in einer freiheitlichen Gesellschaft überragende Beiträge leisten. Und einen davon wollten wir schon lange einladen, und es ist uns gelungen. Herr Professor Sloterdijk, ich bin Ihnen persönlich sehr dankbar, dass Sie die Einladung angenommen haben. Das ist für mich jetzt nicht nur so ein Satz, den man sagt. Sie sind ein Mann, der eine Vielzahl von Publikationen mit pointierten Interviews, zugespitzten und geistreichen Bemerkungen und treffsicheren Beschreibungen uns überlässt. Man kann, wenn man sich Ihnen widmet, aus dem, was Sie bringen, einen Gewinn ziehen. Und ich möchte Sie alle auffordern, das heute Abend auch richtig zu genießen. Und ich heiße Sie mit Ihrer Frau herzlich willkommen. Wir haben vielen absagen müssen. Insofern kann ich Sie nur ermuntern, denen, die nicht hierher kommen konnten, zu schildern, wie das heute Abend gewesen ist und den Abend mit Spannung auch zu erleben. Neulich, wie immer, wenn man so blättert und gar nicht unbedingt auf etwas aus ist, fiel mir eine Reihe von Versen des österreichischen Musikers und Poeten Georg Danzer aus dem Jahre 1979 aus einem Büchlein zu. Georg Danzer beschreibt darin einen Zoobesuch. Also er kommt in einen Zoo, sieht hinten am Ende einen Käfig stehen, darauf steht nicht füttern, ein Wärter guckt grimmig und eine gewisse Menschenmenge hat sich um den Käfig versammelt. Er nähert sich und fragt den Wärter, was denn da eigentlich sei. Er fragt ihn, er leitet das in Versform über, ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagte er zu mir. Die gibt es jetzt so selten auf der Welt, drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich sehe nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja gerade, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Die Freiheit ist ein wundersames Tier, so schließt Danzer. Und manche Menschen haben Angst vor ihr.
Doch hinter Gitterstäben geht sie ein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Herzlich willkommen, Herr Sloterdijk, Sie haben das Wort.